Für Fogging, mein Mann. Das hat funktioniert. Schön. Bin ich jetzt falsch gefahren? Kann gut sein. Alter. Mario? Ja? Ich bin rechts von dem hier. Echt? Moin. Ich sehe keinen blauen Punkt mehr auf meinem Navi. Komm, ich mach dir Platz. Guck mal, wie nett ich bin. Hast du keinen blauen Punkt, Navi? Oh. Ja, jetzt kommt nur einer hoch, ne? Oh! Wow! Was passiert? Ich halte da an. Hat ich gerade leider an. Geleckt. Oh, wie gut das. Oh, nix. Oh, wie gut, Alter, dass ich noch rechts rüber konnte, weil da gerade. Links rüber konnte, weil da gerade Platz war. Oh, was macht ihr denn? Verdammt, oh, ne, mach du mal GSG. Ihr seid nicht an der Tankstelle vorbeigefahren, ne? Doch. Doch. Okay. Gerd hat geleckt. Gerd, fahr da vorne mal irgendwo. Ja, ich versuch's ja gerade zu warten, damit ich nicht mal Hallo sagen. Alter. In Köpping gibt's eine Werkstatt, ne? Das sah ich mit dem, sehr toll aus. Was ist da jetzt genau passiert? Also, ich wollte mich hinter Gerd wieder einordnen, da hat er geleckt und gab's einen Massencrash. Ja, Nick ist irgendwie gefühlt rückwärts auf mich zugeflogen. Ja, ich bin noch voll knapp an Nick vorbeigeflogen, ey. So, und wo seid ihr jetzt? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. GSG, bleibt da. Hier ist so eine einspurige Straße. Ja, GSG, du stehst da vorne, bleib da stehen. Boah, Hilfe, da ist ein Bodenwelle. Ich versuch jetzt mal eben kurz Andi zu enden, wenn er dann hier ist, wenn er da noch dabei ist. Ah, einspurig, oh. Ja, wir bleiben stehen, Nick bleibt auch stehen. Ja, ich bleib schon stehen. Ihr bleibt nicht ernst. Achso. Ich hatte einspurigen. Das wäre ein bisschen doof. Das ist Andi. Andi hat's geschafft. Anzeigen. Ich komme! End. Ey, okay. Ich seh euch! Guter Start, scheiße. So, Freunde hinzufügen. Ja, wenn du uns siehst, heißt das aber vom Gas gehen für dich, ne? Rums. Wie war das doch gleich mit dem vom Gas gehen? Hat nicht so geklappt. Es rappelt im Karton. Tong. So, unser Andi in der Kiste. Machen die beiden, die da vorne denn fahren? Die fahren einfach weiter. Haben wir jetzt alle, oder? Andi ist da, ja. Warte wenn mal, wir, müssen wir nicht hier links? Ah, ne. Gar nicht. Wenn wir können, dann können wir. Man sollte nicht bei 30 in den ersten gehen. Nee, das ist... Macht das Getriebe nicht oft mit. Ja, genau einmal. Macht das sogar bei 80, aber das muss ja klar. Das ist ja jetzt Quatsch. GTS mache ich da sogar bei 110 teils. Ja. Wundere ich mich, warum der LKW ausbricht. Ja. Dann wundere ich mich. Aber ist immer noch besser, als wenn er irgendwo. Aber ist immer noch besser, als wenn er sich strafbar macht und irgendwo einbricht, ne? In Köpping ist weiter. Arvin, ich hab mich lange noch angekündigt. Ja. Geil. Ja, ich hab Angst. Hast du ein A auf deinem Auto für Ankündigung? David, wo willst du hin? David fährt außen rum. Fahr außen rum. Ich bin nicht der Einzige. Hallo Nick. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Warum? Weil David. Wir müssen da gleich abfahren. Ui, ui. Ne? Ja. Wieder abfahren, Mann. Hallo David. Oh, nee, das war ich. Das ist Mario. Hallo David. Ich dachte, hallo. Das ist halt so ein typischer David-Move. Deshalb habe ich jetzt mal geraten. Egal. Fahren wir jetzt hier ab? Ja, wir fahren ab. Abfahren. Okay. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Du musst abfahren. Nicht unbedingt bremsen, das könnte lustig aussehen. Ja, ja. Hey, ich geh. Oh, was machst du da? Rechts und vorbeifahren. Rechts oder links? Ja, rechts. Mein Navi sagt ja abfahren. Meins sagt abfahren. Also ihr hättet geradeaus gemusst. Ja, meins sagt auch geradeaus. Ja, aber das ist irgendwer zu GNT. Ja. Ja, hab ich auch mal gehört, ja. Es gibt, du kannst ja nicht hier abfahren. Kannst ja oben oder unten reinfahren in den Köpfchen, ist ja vollkommen egal wo. Kommt auf selbe hinaus. Ja, dann muss ich jetzt in Gegenverkehr fahren, erstmal wahrscheinlich. Oder? Nee, ich komm rum. Nee, geht auch, kommt doch so. Freue mich ja schon auf die Bergstraßen Richtung Bergen. Nein.
Ey, warum ist die Karre aus? Wollen wir jetzt hier umdrehen oder was? Nein. David. Darf ja. dahin fahren, wo ich fahre. Darf da stehen. Oh, ja. So, sind wir alle da? Ja, sind wir. Macht ihr? Ja, das ist so geil. Das was? Ist unglaublich. Jetzt kann ich Mario weg. Heizen. Heizen. GSG. Dann ist gut. Ich hab keine Ladung. Ja, los, dann. Ist da vorne. Oder ist eine Leitplanke. Boah, der Mario leckt sich auch so echt krass. Zeig dir mal, was der Benzer kann. Ja, ne? Exakt nichts. Die Sterne gehören am Himmel. Oh, und nicht auch auf Arlheim. Nee, der gehört auf Arlheim. Genau, der gehört auf Arlheim. Aber Nick. Das ist eine Ausnahme. Ja, ich versuche gerade den Motor wieder anzubekommen. Der steht hier. Aber ansonsten ist alles gut. Wo ich fahre, trotzdem. Aua, ich halt da war ein Schild. Ja. Einfach 5 Minuten vor Mitternacht die Internetseite von Arne J geht und F5 spammen. Weil meinst du, was ich anderes vorhatte? War ich da nicht eine Minute vorher? So wie bei Server den ganzen Tag. So, mal, hoffentlich ist diesmal kein Admin in der Nähe. Hoffe ich auch mal. So. Ich hab grad verstanden, oh, hoffentlich ist kein Eminem in der Nähe. Ja, oh, das meinst, waren meinst, mehrere Schilder. Mir dann was vor, warum ich nicht Kreisverkehr fahren darf? Ich lieg schon wieder! Cool, wir haben ein neues Mario. Genau. Wir haben ein neues Mario. Mario, was ist los? Was denn? Mario, damit nicht mehr? Schon wieder Motorfehlfunk. Mario, damit man deine Zuschauer auch noch die andere Lackierung sehen von Michelin, hab ich noch diese jetzt angelegt. Oh. Nee, wie weißt du, zur Hölle weißt stehst du das, da? Das liegt einfach daran, Tarek, ich hab im Moment keine Ideen für einen Fallcounter. Ah! Weißt du? Laut ich dachte. Also ich komme wieder los. Ich nehme mal das. So, also jetzt. Das passt zwar nicht mehr so ganz, aber. Hilfe, ein Ohr an mir! Hilfe! Und jetzt geht's hoch nach Uppsala, ne? Ja, Moment, ich muss noch gerade abliefern. Ja, und ich muss noch gerade reparieren. So, dann geht's hoch nach Uppsala, genau. Kommst du vom Aufrüsten zurück ins Game, siehst du ein Rohr in mir. Okay. Ich hab interessant. Ein Rohr in mir. Wo ist Mario? Ja, da ja, ich passiert dir das öfter. Ich stehe noch bei GMT. Eigentlich nicht. Achso, du stehst da oben, okay. Bleiben wir uns wieder auf der Autobahn, oder? Ja, ich guck nochmal in den Frachtmarkt, ob ich hier doch noch irgendwas hab. Unter? Nein. Ich wollte gerade wie bei Omsi hier auf dem Driving Force GT Doppel mal X drücken, weil ich da 20 Uhrschalter draufgelegt hab. Wow! 20 Uhrschalter beim LKW. Ja. Ich glaub, wir können geil, oder hast du nicht? Neutral. Wir fahren doch durch Linköping, ne? Also wir müssten hier jetzt auf der Autobahn einfach links. Ja. Wir fahren jetzt nach Uppsala, ne? Genau, Uppsala. Wir fahren rein theoretisch über Linköping, ja. Welche und Firma? Dann hole ich mir von dort euch... Von dort, das gibt's sogar was dort auf Bergen, das ist ja toll. Ja, dann fahren wir... Dann fahren wir halt über Linköping. Also, okay. In Linköping müssen wir übrigens zu Nording Steinbrot. Zum Steinbrot. Da. Also da Steinbruch prinzipiell. Oh, okay. Ist okay. Das. Das ist dieses. Hol ich wieder einen Bohrer. Dieses blaue da, blau-weiße ist das, ne? Nein, das nee, ist das rote. Das gelb-orange. Das da. Gelb-orange? Mit diesen zwei Außenhalten drauf. Schräg links oben drüber. Wo seid ihr jetzt? Ne. Was ist das? Ach, der Steinbruch, ne? Ja. Ach, da seid ihr. Okay, das ist jetzt einfach mal hier. Dann lenkt der. Dann macht das. Fahren wir aber wieder zurück über Dings, über die Autobahn. Wir fahren oder nicht wieder über. Also das links oben, da das letzte da auf diesem Steinbruch drinnen mit dem gelb-orange. Ja, genau, da der Steinbruch. Weiße Schrift da, ne? Ja. Okay. Exakt. Das fahren heißt, wir aber wieder zurück und dann über die Autobahn. Seid ihr jetzt schon hier an der Autobahn, dass ich hier abfahren kann? Nee, wir sind David, auf der Autobahn. David, du bist doch. Du kannst doch schon mal auf aber die Autobahn. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Würde ich mal David. Sagen. David. Ja. Oder Andi, kannst fahren. Ich komme! Ich dachte gerade, David hat zugeparkt. Ihr seid rechts gefahren? Ja, rein. Warum geht meine Karre jetzt nicht an? Du fährst die Wege. Ah, geht doch.
Erst Nissan, dann die Weiße. Weißt du, jetzt machen selbst die beiden Dachfahrer den Iveco-Fahrer runter. Ja, ich sage ja nicht, dass DAF besser ist. So, ich stehe jetzt hier auf der Autobahn und warte auf euch. Aber DAF sieht schöner aus als Alter! Ja. Du Fotze. Was für eine Lackierung habe ich jetzt eigentlich? Immer noch, Peach Orange. Hä, Andi, geradeaus. Hier auf der hinten runter. Mario? Ja? Komm jetzt angerauscht. Nein. Doch. Ich war immer fest auf der Autobahn in rückwärts. Fahr ich doch gar nicht. Dusch. Boah, jetzt zumindest. So, jetzt aber. Verdammte Scheiße, Mann. Habt ihr ja noch früh genug gesehen. Ja, jedes Navi sagt was anderes, da könntest du kotzen. David, fahr mal vor. Oh, David! Hilfe! Oh, Alter. Was ist denn hier schon wieder los? Also. Hör auf die Mutti! So, Mario. Jetzt hab ich einen abgewürgt. Warte. Mario, guck mal, damit deine Zuschauer noch die andere Michelin-Lackierung gesehen haben, ich die gewählt. Oh ja, die ist schick. Hau ab! Ach, Gerd fährt auch mehr mit. Sau. Ja, ich fahr auch mehr damit. Du blöde Sau. Die ist auch schick, die ist simpel. Ach, wir sind da alle. Aber ich will nicht vorfahren, ich fahr nur vorne weg. Oh, dann fahr ich vor. Ich fahr auch nicht vor. Meine Güte. Fährt halt der DAF vor. Der DAF. Ja, der DAF das. Der DAF das. Der DAF das. DAF, 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 DAF. Nick, du kannst prinzipiell einscheren. Hast du immer noch keinen Auftrag bekommen? Doch. Den holen wir ja gleich ab. Ach so. Ja. Oh. Was? Meinten Sie Nitro? Der Nick sieht mich. Ja, so ungefähr. Der Nick sieht mich noch. Komm, wofür hast du Rückspiegel, du? Du. Nicht in den Rückspiegel, Gucker, du. Nicht in den Rückspiegel. Jetzt voll die harte. Mal, voll die harte Beleidigung. Nicht. Wir sind beim DAF abgefallen. Vorsicht mal, du wirst gleich von hinten überholt von irgendeinem. Akitori Games. Ja, ich fahr grad schön neben Tarek, also. Der bleibt auf so, der Hamburger ist hinter mir, wenn ich das richtig sehe. Nick, bleib rechts! Ja. Wollen wir uns über 110 einigen, oder? Auf 110, ja, 110 das klingt eigentlich ganz gut. Oh, der David, ey. Ja, der David. Ja, ich bin immer so eine Schräglage nach links. Hoch, da ist Tarek noch. Ich gut. Ah! Ah! Alter. David. David! Oh, Alter, du kommst also, zum Glück sehe ich Mario ein bisschen wegen dem Michelin-Männchen, erkenne ich das sofort. Ja, ne? Dass das Mario ist. Ey, das Michelin-Männchen habe ich gehört. Ja. Nee, ich bin neben dir, du Held. Toter Winkel. Ach so, wie tot ist denn der? Ist das so 90 Grad Winkel? Der ist toter als tot. Am tötesten, weißt du? Ja, eher in Tötensinn. Ja, Tötensinn. In Tötensinn, da Tötensinn, ne? Wer ist mir gerade im Parkplatz gefolgt? Oder hat zumindest dieselbe Idee gehabt? Tarek. Ich hab Angst, dass ich irgendwann die Kurve zu schnell nehme und mich hinlege. Ja, ne? Ist dann super. Bitte vor meiner Nase. Ja, Andi, im Moment müssen die Leute sich so eher an dich halten. Wollt sprechen. Heizhaufen. Heiz. Ex. Ja, okay, der. Tarek, der hat mich auch gedacht. Tarek, der Benz hat eine höhere Endgeschwindigkeit. David, kein LE für dich. Nee, für mich sowieso nicht. Ein LE für Oliver. Ach ja, kein LE für Olli. Kein LE für Olli. Den nächsten müssen wir abfahren. Oh. Okay. David, abfahren. Wer fährt denn hinter mir? Usch. Fährt hinter dir noch jemand? Ja. Ja, ich wahrscheinlich. Oh, ah! Ich seh den LKW! Du hast ein bisschen zu stark gebremst. Das hätte auch schneller gehen können.
Hätte, hätte. Ja, hätte auch schneller gehen können und dann hättest du da gelegen. Nee. Ich bin ja eigentlich... Nee, die Leitplanken zum Abstürzen waren erfahren. Genau, das hat beim letzten Mal auch geklappt. Kannst du David fragen, der hat das gesehen. Ja. Das ging nach der Kreuzung erst schief.